Holz ist ein Energiebündel. Denn Bäume und Pflanzen gewinnen die Energie des Sonnenlichts mittels Photosynthese. Erst einmal im Holz gespeichert, steht uns die Sonnenenergie nun jederzeit zur energetischen Nutzung zur Verfügung. Das macht Biomasse zur natürlichsten und cleversten Batterie der Welt. In 500 Kilogramm Holz steckt so viel Energie wie in einem 18 Tonnen schweren Akku. Damit könnte man zum Beispiel 3000 Kilometer mit dem Elektroauto fahren und zusätzlich 250 Mal warm duschen. Holzkraftwerke erzeugen Strom, indem, wie bei Wind- oder Wasserkraftwerken, ein Generator zur Stromerzeugung angetrieben wird. Entweder durch mehrere hundert Grad heißen Wasserdampf in einer Turbine oder durch die Verbrennung von Holzgas in einem Motor. Da bei der Stromproduktion auch sehr viel Wärme erzeugt wird, sind Holzkraftwerke gerade im Winter ein besonders wichtiger Beitrag zur Energieversorgungssicherheit. Die anfallende Abwärme reduziert umweltschädliche Stromerzeugung zum Heizen der Häuser. Und der Strom ist dringend notwendig, weil im Winter durch den niedrigen Wasserstand der Flüsse und die geringe Sonneneinstrahlung von Haus aus weniger Strom zur Verfügung steht. Mehr als die Hälfte unseres Stroms stammt in kalten Monaten aus umweltschädlichen Kohle- und Gaskraftwerken und importiertem Atomstrom. Österreich hat sich in den vergangenen Jahren von einem Stromexporteur zu einem Importland entwickelt. Unsere Stromimporte sind mittlerweile fast genauso hoch wie die Produktion von Strom aus Biomasse, Wind und Photovoltaik zusammen. Eine Information des Österreichischen Biomasseverbandes in Kooperation mit den österreichischen Bundesforsten.